Moin, moin. Mein Name ist Heinrich der Löwe und ich Willow und ich habe Hunger. Ach ja, und mit mir spielt auch irgendwo die Mathilde. Hi. So. Ich trinke noch einen Schluck. Hattest du Dings gemacht? Okay. Mhm. Zwei Stück. Für mich keine. Kannst du einen haben? Hier, warte. Nee, ich mach mir zwei. Was brauchte man nochmal für die? Oh Gott, diese Schleimstängel und, ach, dieses Gras und noch irgendwas anderes. Sepp. Ja, wir haben jetzt einen Arschlochkäfer, darum hört ihr, wenn wir jetzt hier oben rumlaufen, so viel Musik, Kampfmusik immer. Weil der ist hier mitten im Stein gebackt. Aber. Oh, da guckt er ein bisschen raus. Seerosenwachs war es noch. Ah, da kann er bestimmt Seerosenwachs, denn das brauchen wir auch bald wieder. Ja, wir müssen vor allem auch Schleimpilzstängel sammeln. Hm, da kriege ich ihn nicht. Arschlochkäfer. Ich will dich ja von deinem Leid da so, ne? Aber hier irgendwie ist immer nur Stein. Tut mir leid. Boah, hier ist ja alles kaputt hier unten, Arschlöcher. Ach, wir wollten hier. Weißt du, was wir jetzt in der Nacht hätten machen können? Nee. Hätten die einen Blasenhelm machen können? Hab ich auch. Ach so. Oh, da ist ein Fühler gewesen. Oh, da ist ein. Nee, den Po will ich nicht kämpfen. Der Po ist kacke. Da spuckt er ja Kacke raus. Oder so Säure oder so. Ach, ey, kann man nicht einfach einen Flammenwerfer bauen? Dann könnte ich ihn einfach wegflamen. Ich gehe schon mal zum Wasser. Der regt ja, mich auf. Ich guck noch mal schnell, ob ich den guten Speer bauen. Also einen guten Speer bauen kann. Oh, das. Da habe ich nicht dran gedacht. Das ist natürlich. Oh, was essen. Dann kann ich dich ja gleich oben mal hinlegen. Wir brauchen drei Knochen, zwei von den Items. Müssen wir noch haben. Ja. Dann warte ich hier nochmal. Ich gucke nochmal kurz bei der Dose, ob da noch mehr zu essen rumläuft. Läuse oder so. Oh, Knochen 3, zack. Möchtest du ihn haben? Ja, ich bin Aquaman, ich bin scheiße. Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Ich weiß. Hat dann Aquaman nicht sowas? Oder der Submariner? Sind ja eigentlich dasselbe, nur das. Der eine ist ja bei DC und der andere ist bei Marvel. Oder hieß er anders bei Marvel? Nee, da war das nicht hier Nemo? Nee. Ist das Essen neu? Oh, ja. Aber ich hab schon gehört, ich glaube, Eule hatte von dem Keks schon mal geschrieben. Das kann sein, aber ich sehe ihn jetzt das erste Mal. Ich arbeite ihn mal ab. Bevor irgendwelche scheiß Ameisen kommen und mir den Keks wegessen. Haben wir noch welche von diesen Orioles zu Hause? Im Bei Real Life? Uns? Nein, leider nicht. Ah, nein. Fuck jetzt. Da müsstest du zu Rewe gehen. Oder einen anderen Supermarkt deiner Wahl. Oh, jetzt ist er kaputt. Mehr als 10 sind nicht drin. Gut, wollen wir tauchen gehen? Ja, warte mal. Ich wollte meine Kekse wegpacken. Ach ja, und den Dreizack, den habe ich in die Ausrüstungstruhe ganz rechts gepackt. Na siehst du, muss ich eh nochmal zurück. Lohnt ja richtig, lohnt ja richtig. Vielleicht kann man das Essen auch nochmal analysieren gehen irgendwann später. Also man kann auf jeden Fall mit dem Kaulquappenfleisch einen Atemtrank machen. Ich rede von den Keksen. Von den Kekskrümeln meine ich. Hoch, 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 legen. Ja, da. Ah, die anderen beiden Speere behalte ich drin. Habe ich halt nur 4 Slots. Meine Güte. Puh. Und Mathilde geht mit einem Speer los. Na komm, ich kann ja 20 Pfeile mal wegschmeißen. Dann habe ich wieder 5 Slots. Ich gehe schon mal ein bisschen Seerosenwachs sammeln. Mach das und ich schmeiße nochmal einen Trinkschlauch raus. Dann habe ich jetzt 6 Slots.
Mehr geht nicht. Den anderen Scheiß brauche ich. Es ist halt so, wenn man mal einen Keks sieht, dann kann man da mal draufkloppen. Ja, man braucht immer was zum Hacken, man braucht immer Speere. Und ich liebe Speere. Hm. Vielleicht sollten die mal so hier, Spieldesigner, bastelt mal einen Köcher aus irgendwas. Für Speere, damit man auch mehr Speere mitnehmen kann. Dass man die Speere stacken kann. Ja, so drei auf einmal oder so. Die Römer hatten sowas auch. Ach, mir fällt gerade ein, man könnte ja auch hier unten einfach mal ein bisschen Dings abbauen. Lehm, ne? Joa. Ach, das auch mit Schaufel. Ach, wenn man den Blasenhelm hat, brauche ich ja gar nicht mehr dieses komische Kiemenrohr, verdammt. Das hätte ich rausschmeißen können, verdammt. Hättest du machen können, ja. I feel a little less squishy now. Ach, 160. Oh, was liegt denn hier? Ton. Hast du hier vergessen, Ton mitzunehmen? Ich habe nichts mehr gesehen. Das ja. Schwimmt. Ich habe gerade 4 eingesammelt, die geschwommen sind. Ach, ist irgendwie schön, wenn man jetzt länger tauchen kann. Ah, guck, ich kann ja auch Clay abbauen. Haha. Weil ich habe ja immer meine Schaufel dabei. Ja, ich auch, weil wir ja auch vor allem noch Dings wollen, Knochen. Ja, und Ton kann man auch immer gebrauchen, also. Ach ja, Spinnen wollte man töten. Ah, ich will meinen Dreizack ausrüsten, du Arsch. Ah. Dreizack. Aquaman-Modus aktiviert. Oh, hier ist gleich eine Spinne. Warte, ich komme zu dir. Genau, wollen wir die zusammen töten? Besser ist das. Oh, zwei. Und ich komme mit meinem verrotteten Bienenspeer. Oh, da ist noch Clay. Oh, den habe ich übersehen, siehst du? Hm. So, wo ist jetzt die... Ah, da. Letzte kleine Spinne. Aua, hat mich erwischt. Jetzt hab ich sie erwischt. Da drunter... Oh, wie schön, Spinnenfäden. Ja, Gift hier unten ist gleich die nächste. Oh, 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 ich bin blind. Unter so einem Laubblatt. Bleibt da unten, böse Spinne. Ich treff sie nicht. Oh, ich häng selber fest. Pickst du sie tot. So, kannst du haben. Ich muss das, Achso, ich habe jetzt... Aha, genau. Wenn ich ja, deswegen habe ich doch gesagt, dass du die tot pieksen sollst. Gut, gut. Hier ist noch Clay. Okay. Hm, gut. Hier ist ein Loch. War mal drin? Ah, hier ist Clay. Ja, bestimmt. Aber lass uns da ruhig reingehen. Ich glaube, da sind auch Spinnen drin. Vor allem sind da auch bestimmt Knochen drin. Clay! Knochen! Ja, 80 Sekunden. Okay, lass mal Clay mal weg. Oh, ich muss. Lampe. Lamp. Activate. Blub, blub, blub. Ist ja ganz schön duster hier. Ja, ich will auch erstmal zum Luft. Ich habe schon eine Spinne gesehen, aber ich gehe erstmal Luft holen. Okay. Oh, ich werde angegriffen. Ich komme mal mit zur Luft. Die noch weit? Ah, das Labor, okay. Genau. Los, schwimm du! Aquaman für Arme. Und weiter geht's. Sind hier vielleicht unten schon wieder Knochen gespawnt? Ja, ich habe gerade schon einen abgebaut. Ah, hier. Abgebaut.
Ich will ja auch einen Knochenspeer haben. Zwar ein Keulschuppen, aber egal, nimm alles mit. Können wir auch gebrauchen, damit können wir uns eine coole Keulrüstung machen. Ich möchte ja auch einen tollen Knochenspeer. Die wollen wir alle haben. Da ist die Itzi-Bitzi-Spinne. Ja, warte, ich muss noch aufschließen. Bin zu weit entfernt. Unter dir ist noch ein Knochen. Ja, ich will nun die Spinne nicht verlieren. Okay. Ich sehe sie nicht mehr. Da. Ich sehe dich, dann, da, okay. Wollte gerade sagen. Ein Arschlochkäfer? Ist vielleicht noch eine zweite? Schwimm sonst lieber zum Loch zurück. Ja, hier unten ist noch hier Knochen. Ja, habe ich gesehen, danke. Versunkenen Knochen sieht man ja tatsächlich ganz gut. Ja, oh, hier ist sogar Clay an der Decke. Cool. Sehe ich jetzt erst. Ist ja witzig. Ist ja witzig, ja. Ist dir bestimmt schon aufgefallen. Nö, ich habe nicht drauf geachtet. Das war ja mal wieder klar. So, jetzt habe ich aber auch erstmal genügend Ton gesammelt. Oh, Spinne! Nee, solange ich noch den Slot nicht voll ausgebaut habe, so 19 reicht auch hin. Spinne, dann komme ich mal wieder zu dir, du. Wobei du extrem weit weg bist. Hast du sie? Ja, sie kommt hinter mir her. Ich versuche sie so ein bisschen zu dir zu locken. Jo, bin aktiv dabei. Sie ist tot, sie ist tot, sie ist tot, tot, tot. Ich höre hier noch eine Spinne, aber ich sehe keine. Ah, doch, hier. Hallo, die will ich töten. Oh! What? Geil. Yo. Tot? Ja, ein Hit. Ich weiß nicht, war ich noch vorher... Ich glaube, ich war vorher nicht verwundet. Hab ich dich vielleicht getroffen? Das weiß ich nicht. Egal. Passiert. Ich hab dich aber... Also, ich hab dich gerecht. Ach, jetzt komme ich ja gar nicht mehr auf den Weg, wo wir reingegangen sind. Da komme ich ja gar nicht zum Loch. Nee, aber du könntest das Blasrohr mitnehmen. Nee, könnte ich nicht einfach direkt... No water filtration tablets needed. Wenn da dein Dings ist, ja. Ich habe ihn nämlich nicht gesehen. Ja. Du hast dein Blasrohr ja zu Hause gelassen, ne? Ja. Dann nehme ich das mit. Da waren mehrere Blasrohre. Ja, weil wir ja einmal doch beide unten gestorben sind und dann ist unser Rucksack wieder am Anfang aufgetaucht. Ja, warte mal, ist das jetzt vielleicht jetzt auch der Fall bei mir? Weil ich sehe gerade nicht im Wasser. Ja, Richtung Wasser ist nämlich kein Rucksack von mir. Hm. Muss 300 Meter, 300 Zentimeter Richtung Arschlochkäfer. Ja,
meine erste Fackel ist schon finite. Aber das würde mich echt mal interessieren, ob er wirklich nur ein Schlag gebraucht hat oder ob ich schon vorher verwundet war. Ja, oder ob ich dich eventuell getroffen habe. Das ja. will ich nicht ausschließen. Wenn ja, dann gibt's ganz schön Mega. Nee, es kann passieren. Wenn wir mit den beiden Speeren da rumhantieren. Hallo Ameisen, ich hab euch lieb. Tschüss. Frieden. Ich hab hier beim Baseball einen Rucksack. Das kann doch nicht richtig sein, oder? Schauen wir doch mal an. Nee, ich glaube, das geht hier runter. Ist okay. Ah, das ist doch das Anfangsgebiet. Okay, okay. So. Okay, alles nehmen. Und schwuppdiwupp bin ich wieder voll. Und was deiner? Ja. Ja, ja. Ich bin aber auch schon fast wieder voll. Ich habe noch Seerosenwachs gesammelt und ich habe gerade noch eine Ruderwanze getötet. Na, ich bin auf jeden Fall voll und kann wieder zu Hause mich mal entladen. Ja, ich gucke, ob ich noch ein paar Ruderwanzen finde. War ja irgendwo so eine Ruderwanzenparty hier. Oh. Wenn das mal keine Ruderwanzenparty ist, dann weiß ich ja auch nicht, was eine Ruderwanzenparty ist. That should keep me safe. Safer. Aber die warten nicht auf dich, die schwimmen dann weg, ne? Ja, ja, ich weiß, aber durch die Flossen bin ich ja ein bisschen schneller geworden. Hm, kommt's gut hinterher. Könnt ihr mal krepieren auf den Hügel? Oder muss ich da auch noch eine Falle bauen? Wieso kommt ihr Kriegerameisen da hoch? Ah, Spinne! Ja, komm mal runter, komm mal runter. Geht schon. Oh nee, ich bin falsch gelaufen. Hahaha. War schon wieder Nachmittag, ey. Wo ist der Tag hin? Also der Koi ist ja bis jetzt noch ziemlich passiv. Ja, ich denke mal, der wird noch härter werden. Also stimmt. Das patchen sie bestimmt noch nach, weil der ist wirklich zu zahm. Ich meine, der hockt da ja nur in einer Ecke. Ich glaube, irgendwann tauche ich hier runter so mit nichts und dann ärgere ich ihn einfach mal, nur um zu gucken, was dann passiert. Ja, also ich hoffe ja auch, dass man auch... Das mache ich dann aber ohne alles. Dass man auch den Raben angreifen könnte. Das würde ich auch toll finden. Oh Gott, ich muss was trinken. Dann mach das doch. Ja, in meinem Ruderwanzenjagdwahn habe ich das voll vergessen. Ich habe schon 7 Ruderwanzen getötet. Wollen wir demnächst mal wieder ein Bauprojekt starten? Hm. Was könnte man denn bauen? Ja, da ist doch irgendwo da dieser Picknicktisch.
könnte man sich ja mal anschauen. Ja, da war irgendwo am Rand oder so, ne? Ja. Ja, wir hatten echt Glück damals, dass das mit der Beta, das was in der Beta war, dass das passig quasi, wo wir so weit waren, das zu spielen, dass das ja quasi veröffentlicht wurde. Ja. Jetzt weiß ich gar nicht, ob in der Beta schon was Neues ist auf dem Beta-Server, ob sich das lohnen würde, jetzt zu wechseln oder ob wir dann echt schon fast alles haben. Jedenfalls sind hier noch ein paar Dinger, müssten hier noch irgendwo umfliegen, weil hier der Radar ab und zu noch anspringt. Was meinst du mit Dinger? Ja, Sasa Science oder irgendwie sowas. Ach so, in der ich Richtung. Dachte Spinnen, weil hier vor mir ist einer. Aber ich muss hier ganz in der Nähe von was sein. Ich habe nämlich drei Dinger. Also drei. Oh, hi! Wieder weniger. Ist wieder mehr. Das muss hier irgendwo der. Kann sein. Oder das ist da drunter. Oder ist das was? Nein. Oh, die Ruderwanzen zu töten ist jetzt easy peasy, ey. Ja, also schon alleine durch die Flossen. Ja. Und du kriegst auch Sauerstoff, wenn du die tötest. Ja, das ist auch sehr praktisch. Oh, ich muss nach oben. Uiuiui. Oder eine Ruderwand zu töten. Nee, dafür hätte die Zeit wahrscheinlich dann doch nicht mehr gereicht. Ich schwimme jetzt nach Hause und mache mir einen tollen Knochenspeer. Genau, Seerosenwachs habe ich auch recht viel gesammelt. Ja, das habe ich schon gesehen, weil da, wo ich das ernten wollte, warst du schon dran. Oh, wir hatten da so ein schönes Ding gezeichnet. Ja, ist ein Kunstwerk, ne? Das müssen zwei ganz tolle Menschen gewesen sein. Das glaube ich auch. So hohe Kunst. Ja, unser Turm wächst auch immer mal so. Koi kann kämpfen. Ich habe den Koi angelockt. Oh. Ich dachte mal, da tut ja nichts. Da kann ich ja mal drunter tauchen und der Koi war dann aktiv. Man kann ihn unter diesen Ästen auch wunderbar wieder loswerden. Jetzt hängt er da irgendwie fest. Aber der hat sich bewegt. Oh, jetzt ist er aus seinem Radius raus. Der bewegt sich jetzt. Jetzt ist er aktiv. Der war vorher inaktiv. Jetzt hast du den Koi geweckt. Ja, so ist es. Nichts mehr mit Ruhe. Der schwimmt jetzt im Teil, im See rum. Gut gemacht. Hier, ich habe so diese Slim-Mods, kann ich gerade. Haha. Das war's schon mit der Höhle? Tolle Höhle.
sehe den zwar jetzt gerade nicht. Na? Spider! Ich geh weg, ich will nicht. Jo, ich hab einen Knochendreizack. Boah, geh doch mal weg. Voll viel Spinnfäden gesammelt. Apropos Spinnfäden, hier liegt einfach so eine tote Spinne. Nehmen Sie doch mit. Das arme Ding. Ja, die arme Wasserspinne. Hat der Koi bestimmt zerlegt. Hier irgendwo gibt es auch Wissenschaftspunkte. Das war der Eingang zum Labor. Hätte jetzt irgendwie erwartet, dass bei unterm Koi da irgendwie viele Knochen sind oder so. Gib mir Luft. Die Puppe kann gar keine Knieschoner tragen. Das ist ja doof. Naja, jetzt ist es dunkel. Habe ich auch keine Lust zu tauchen irgendwie. Das kann ich nachvollziehen. Dann komme ich zurück. Also beim nächsten Schwimmen aufpassen auf Koi. Ey, heilst du dich, du Arsch? Wie geht das denn? Ich schieß die ganze Zeit auf dich. Sieht ja nur dämlich aus. Was denn? Ich hab mir eine Keulrüstung gebaut. Der hat nämlich den Zusatz perfekten Block.
und eine bessere Verteidigung. Ey, das gibt's nicht, da heilt sich. Dieser scheiß Marienkäfer. Am Baum bin ich. Soll ich zu dir kommen? Ja, wenn du schaffst. Na komm, ach, das ist ein Arsch. Jetzt habe ich da schon 40 Pfeile oder so hingeballert und... Komm allerdings gerade relativ spontan, also habe ich jetzt nicht mal so viel Landausrüstung bei mir. Ah, der Marienkäfer ist aber dafür fest. Hab ich meinen... Der ist in so einem Blatt drin, da, und zwei Ameisen auch. Da passiert nichts. Ich stehe selber hier. Aber ich dachte, das sind doch zwei Ameisen, dass sie gegeneinander kämpfen, aber ja. Ja, die kuscheln wohl miteinander oder so, keine Ahnung. Feeling a little safer now. Ich komme! Ja, dann komme! I'm coming, I'm here, have no fear. Ich hab keinen Tee, das ist alle Mist. Ich könnte ja auch mit meinem Minzhammers versuchen, aber wenn der einmal zuschlägt, dann bin ich jetzt recht tot. Oh, fight. Du willst unbedingt pieken. Achtung! Spinne hinter dir! Alter! Lebst du noch? Also, ich warte auf Hilfe sozusagen. Marienkäfer und Spinne haben sich jetzt lieb. Das ist auch, glaube ich, eine Speedspinne. Naja, ich weiß. Willow! Willow! Na komm! Hey! Willow! Willow! Gedrückt halten! Ich drücke hier gerade! Hier, ich halte immer noch gedrückt! Willow! Willow! So, jetzt mach das! Der Kackspinne! Jetzt sind da oben meine Pfeile, ey. Kotze. Will meine Pfeile... Einer ist gerade runtergefallen. Ja, aber pass auf, da unten ist dann die Spinne. Und ich berüchte die Pfeile, um die Spinne zu töten. Und jetzt hat der Marienkäfer sie wieder geheilt. Flammenwerfer. Ich brauche einen Flammenwerfer. 16 Pfeile habe ich noch und du hast keine, ne? Nein, ich bin eher spontan schnell hierher gekommen. Ja. Scheiße. Tja, wollen wir es zusammen versuchen? Könnt. Die Spinne ist weg. Ja, ja. Greif du ihm da von da an, von der Seite, wenn er dich zu dir dreht. Warte, ich heile mich erst einmal kurz. Das ist eine sehr gute Idee. Spinne, komm zurück. Komm wieder her. Ich weiß nicht, ob sie vorbei marschiert. Ja, sie marschiert weiter. Okay, okay, kannst wieder. Ah. Oder? Ich sehe sie noch. Ja, noch steht sie da. Schon mal eine Pfeile. Ist sie halt Nacht, ne? Ja. Ist mir scheißegal. Oh, verzieh dich, ey, du scheiß Spinne. Spinne, Spinne. Ja, entweder geht's ganz kurz mit dem Marienkäfer oder wir haben irgendwie. Oder er tötet uns. Also jetzt ja. Geht die Spinne gerade weg. Ja, dann komm. Auf, auf. Hat mich. I can't catch my Hau ab! Da kriegst du ihn noch. Er ist ausgenockt! Los! Die
Die Ameise, Achtung, Peter, Ameise! Nee, scheiß auf Peter. Okay. Die Ameise. Welche? Ich sehe nichts, hier ist alles voll. Dann heil mich. Ich dachte, die wäre aggro. Ah, ist auch aggro. Sehe aber leider nichts, weil dunkel. Jetzt wäre es wichtig. 9. Peter, hang in there. It's gonna be okay. Yes! Peter ist am Leben. Super Willow! Super Willow! Na. Willow hat den Tag gerettet. Nachdem du Willow gerettet hast. Ja, wir retten uns halt geil. Danke. So, jetzt habe ich meine Pfeile. So. Einfach, weil ich es kann. Genau. So, dann lass uns jetzt nach Hause gehen. Wäre aber nicht da heraus, wo die Spinne war. Ich gehe hier wieder. Wo das Kleeblätter. Upsi, schwupsi. Ah, ich komme zu dir hoch, genau. Ja, das war doch mal wieder interessant. Ja. Ah, dieses scheiß Klee hier. Die sterben. Ich hätte so gern einen Flammenwerfer. Ja, ich weiß. Achso, was ich meinte, wo wir vielleicht eine Treppe hochbauen, weil da ja dieser Schuppen ist, weißt du? Und da war ja auch der Picknicktisch und da konnte man vielleicht so ein Treppengroßprojekt machen. An dem Picknicktisch kann ich mich erinnern, weil da auch der Rabe immer saß. Genau. Und hier ist ja praktischerweise eine Feder, die ich gleich mal mit abbaue. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass da noch irgendwas sonst war. Was denn? Ach, Ameise. Oh, ist aber flink, du. Kann ich den Speer auch werfen? Stimmt. Ich will mal was testen. Hallo, Maisi? Nee, du hast kein Problem mit mir, obwohl ich Koi-Klamotten anhabe. Ja, die andere hat sich nicht registriert. Ich stand direkt vor ihr. Ja, die eine war halt auch eine normale Ameise. Es war auch keine Kriegerameise. Ja, vielleicht habe ich die ja angepiekst. Nee, das solltest du nicht machen. I mean, this is probably what bottled water is. Ach, hey, da bist du ja. Schau mal. Water filtration tablets needed. Hm, du hast. Gut, dass es jetzt auch hier bei diesen Grashalmen funktioniert. Ging ja eine Zeit lang auch nicht. Ja. Ja, aber ich denke mal, wir werden jetzt. Oh, ein Keks ist wieder da. Cool, Keks ist wieder gespawnt. Schön, schön, schön. Genau, was Heinrich sagen wollte, wir werden jetzt hier erstmal einen Break machen. Genau. Dann, Und wir werden ausdiskutieren, ob wir nächstes Mal wieder ein Großprojekt starten, Treppen bauen oder was anderes machen oder was auch immer. Ja, da werden wir uns schon was finden. Gut, gut, dann bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und abonnieren und so nicht vergessen, ne? Bis dann, ciao! Tschüss!